Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Mein Name ist Stefan und heute begrüße ich euch zu einem Tutorial über Lightroom, wo es um das Thema Rauschreduzierung geht. Viel Spaß damit. Ja, das Thema Rauschreduzierung wurde sich von vielen von euch gewünscht und deswegen dachte ich mir, es gibt mal ein kleines Video dazu. Wir haben ja schon mal über das Thema Schärfen der Fotos gesprochen und ja, Rauschen reduzieren ist sozusagen das Gegenstück dazu und das soll heute mal Thema sein. Für alle Leute, die mein Newsletter abonniert haben, die haben jetzt auch gerade eine E-Mail bekommen mit dem entsprechenden Download-Link zu dieser RAW-Datei, an der ich jetzt arbeite und ihr könnt dann live dabei mitarbeiten. Für alle Leute, die noch nicht mein Newsletter abonniert haben, ist es eine super Chance, also es ist alles komplett kostenlos. Ihr müsst ihn nur abonnieren und dann bekommt ihr jede Woche einen entsprechenden Link zugeschickt mit den Download-Dateien für die RAW-Dateien und dann könnt ihr live mitarbeiten. Ich habe hier mal ein Bild rausgesucht, was ich mal vor 2 Jahren, glaube ich, gemacht habe. Da bin ich rausgefahren und habe die sogenannte Sternschnuppennacht fotografiert. Es gab relativ viele Sternschnuppen zu sehen an meinem Himmel. Allerdings habe ich jetzt hier auf diesem Bild, glaube ich, keine einzige drauf. Aber es war eine sehr schöne Nacht. Man hat viele Sterne gesehen und wie das Ganze jetzt entwickelt wird, möchte ich euch mal zeigen. Denn das Problem ist natürlich bei solchen Fotos gerade, wir haben mit einer relativ hohen ISO-Zahl fotografiert. Ich blende das hier nochmal ganz kurz ein. Genau, ich habe hier ISO 3200 gewählt mit einer sehr offenen Blende von 2,8 und 15 Sekunden Belichtungszeit. Das Ganze war natürlich auf dem Stativ, damit das Ganze auch scharf bleibt. Und dadurch entsteht halt relativ viel Rauschen. Und wie man dieses Rauschen entfernen kann, das wollen wir uns jetzt mal genauer angucken. Zuallererst werde ich natürlich meine Grundbearbeitung machen, wie ihr es auch von mir schon immer kennt. Das heißt, ich werde jetzt hier einfach mal anfangen und die Lichter etwas aufhellen. Ja, so auf ungefähr 50. Dann werde ich die Lichter ganz minimal abdunkeln. Ich lasse einfach mal unangetastet, denn die Sterne soll man ja doch noch sehr schön sehen können. Dann werde ich als nächstes mit gedrückter Alt-Taste die Weiß- und Schwarzwerte regeln. Und ihr seht, wie immer ist das Bild am Anfang schwarz und je weiter man diesen Regler jetzt hier nach rechts zieht, desto eher kommen dann diese weißen Bildpixel hier zum Vorschein. Das sind dann auch diese Sterne und ich lasse es mal ungefähr bei plus 60. Andersherum können wir den Schwarzregler noch ein ganz kleines bisschen nach unten ziehen, bis man hier so ein bisschen mehr Schwarz im Bild sieht. So gefällt mir das schon ganz gut. Und jetzt werde ich die Belichtung insgesamt noch etwas anpassen, denn ja, so ein klein bisschen zu dunkel ist mir das schon. Jetzt spinnt Lightroom hier gerade etwas rum. So soll es eigentlich wirklich aussehen. Und ihr seht jetzt auch schon, wenn man mal näher in das Bild hineinzoomt, ja, das rauscht stark. Und wie wir das vermindern können, das werde ich euch jetzt gleich zeigen. Ich werde jetzt hier noch kurz den Kontrast etwas anheben. So, und etwas Klarheit hinzugeben. Ja, so gefällt mir das schon ganz gut. Die Temperatur werde ich noch ein ganz kleines bisschen weiter nach unten ziehen, damit man noch ein bisschen mehr Blau im Himmel hat. Jo. Und dann werde ich jetzt einfach mal weiter runtergehen zu dem entsprechenden Modul Details. Jetzt werden wir das Bild erstmal noch ein bisschen schärfen. Das ist natürlich relativ schwierig, bei so einem schon verrauschten Bild noch mehr Schärfe drüber zu legen. Deswegen werde ich hier auch diesen Betrag diesmal nicht ganz so hoch setzen, sondern bei ungefähr 50 lassen. Das reicht vollkommen aus. Und mit gedrückter Alt-Taste werde ich das Ganze dann auch noch wieder ausmaskieren. Ungefähr, ja, bei 50 lasse ich das mal. So sieht das schon ganz gut aus. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Thema Rauschen reduzieren. Ich werde ganz kurz noch die Profilkorrekturen aktivieren, die chromatischen Aberrationen entfernen. Ja, jetzt kommen wir aber zum Thema Rauschreduzierung. Und wenn ich jetzt nochmal wirklich hier in das Bild hineinzoome, dann seht ihr schon, das rauscht wirklich stark. Und Lightroom ist sogar so freundlich, uns ein bisschen Rauschreduzierung schon von Hause aus abzunehmen. Denn wie ihr seht, ist dieser eine Regler hier schon bei 25. Und wenn ich den mal wirklich auf 0 setze, dann kommt noch mehr Rauschen ins Bild. Das sogenannte Farbrauschen. Das dauert jetzt hier einen kurzen Moment. Jetzt ist es zu sehen. Und gerade hier auf den Wolken seht ihr das relativ stark, was hier alles für Farbrauschen, diese bunten Pixel zu sehen sind. Und diese bunten Pixel werden wir gleich entfernen. Und auf der anderen Seite werden wir aber auch das sogenannte Luminanzrauschen oder das chromatische Rauschen entfernen. Das ist so dieses normale Rauschen, was man kennt von den Fotos, wenn man den ISO-Wert höher dreht.
Und das werde ich einfach mal machen mit dem Luminanzregler hier. Den kann man ganz nach oben ziehen. Dann wird das ganze Bild relativ weich. Aber das chromatische Rauschen wird dadurch auch komplett entfernt. Und ihr seht es jetzt schon, ja, das ist jetzt schon sehr viel weicher geworden. Das Farbrauschen ist zwar noch da, aber insgesamt wurde schon das chromatische Rauschen eigentlich komplett entfernt. Ja, das hat natürlich auch den Nachteil, dass das ganze Bild dadurch relativ unscharf wieder wird und das Ganze so ein bisschen zermatscht aussieht. Das ist jetzt hier in der Totalansicht gar nicht so auffällig, aber sobald, na doch, man sieht es jetzt doch schon relativ stark hier, gerade in dem Bereich hier unten. Und deswegen sollte man es mit diesem Regler auch nicht übertreiben. Ich werde dann meistens so bei ungefähr 60 bis 70 sein. Höher gehe ich auf keinen Fall. Also über 70 gehe ich eigentlich nie mit diesem Regler. Ich werde das Ganze jetzt hier mal auf 65 stellen. Dadurch kommt wieder so ein bisschen Rauschen in das Bild hinein. Aber ja, ganz ehrlich, also man wird niemals sich so ein Bild auf der 100%-Ansicht angucken, sondern vielmehr in der totalen, und dafür ist es dann völlig in Ordnung. Und gerade wenn ihr dann auch fürs Web optimiert, von der Größe her, dann sieht man dieses Rauschen eh nicht mehr so stark. Jetzt können wir hier unten aber noch den zweiten Regler uns mal angucken. Das ist der sogenannte Details-Regler. Und dadurch, dass dieses Bild relativ zermatscht aussieht, wenn man diesen Regler hier relativ hoch dreht, ich mache das einfach nochmal auf 100, und damit ihr das besser sehen könnt, dann kann man mit diesem Details-Regler hier ja quasi wieder etwas Struktur in die einzelnen Bildbereiche reinbringen, die vorher durch dieses Zermatsche halt nicht mehr zu sehen waren. Und dann bringe ich diesen Details-Slider einfach mal auf einen Wert von 70 ungefähr und stelle die Luminanz dafür wieder zurück auf ungefähr, ja, so 65 ist okay. So, dann haben wir hier eigentlich schon ein ganz gutes Ergebnis. Es gibt jetzt noch einen dritten Regler hier unten, der nennt sich Kontrast. Was der bewirkt, kann ich euch einfach mal zeigen, indem ich ihn mal ganz nach oben drehe. Das Problem bei diesem Regler ist, den nutze ich auch nie. Der verstärkt halt die Kontraste innerhalb dieser einzelnen Bildbereiche nochmal. Aber das Ergebnis ist halt, dass man sehr große Flecken bekommt im Bild, und das versuche ich eigentlich immer zu vermeiden, und deswegen nutze ich diesen Kontrast leider eigentlich auch so gut wie gar nicht. Ich stelle ihn hier einfach wieder auf 0. So, und jetzt gucken wir uns nochmal das Farbrauschen an, was ich ja selber so ein bisschen reingebaut habe, indem ich diesen Regler hier runter geregelt habe. Von Haus aus, wie gesagt, ist dieser Regler bei 25. Und wenn ich den jetzt mal hier wieder raufdrehe, dann seht ihr auch schon, wie dieses ganze Rauschen hier größtenteils entfernt sein wird. Ja, also das Farbrauschen ist mit dem Regler auf 25 eigentlich schon wieder komplett weg. Und wir haben so schon ein super Ergebnis. Wenn ich jetzt mal in die Totale rauszoome, dann seht ihr auch schon, wie das Ganze wesentlich besser jetzt aussieht. Ich werde dem Ganzen jetzt noch eine kleine Vignette drumherum geben, um das ganze Bild so ein bisschen abzurunden. So gefällt mir das schon ganz gut. Ja, und jetzt haben wir ein schönes Bild vom Sternenhimmel, was relativ gut entrauscht ist, was nicht komplett entrauscht ist, aber wie gesagt, es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, für was ihr das Bild verwenden wollt. Wenn ihr es euch auf 2 Meter Größe ausdrucken wollt, dann wird man dieses Rauschen natürlich noch sehen. Aber wenn ihr das ganze Bild bei Facebook oder bei anderen Plattformen hochladen wollt und das Ganze eh verkleinert, dann wird man von diesem Rauschen am Ende gar nichts mehr mitbekommen. Und deswegen solltet ihr da euch auch nicht zu viele Gedanken drumherum machen. Hier seht ihr das ganze Bild jetzt nochmal in der Vollansicht. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und wenn es hilfreich war, dann postet auf jeden Fall unten in die Kommentare, was ihr noch für weitere Videos sehen wollt, oder wenn ihr Anmerkungen zu diesem Video habt oder Fragen, immer unten in die Kommentare. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, ich würde mich sehr freuen, und abonniert den Kanal für weitere Videos. Und wenn ihr die RAW-Dateien kostenlos dazu haben wollt, dann abonniert meinen Newsletter, der Link ist auch unten in der Beschreibung. Wenn ihr den Newsletter jetzt abonniert, dann bekommt ihr alle zukünftigen RAW-Dateien immer als E-Mail geschickt, beziehungsweise mit einem Link in der E-Mail, wo ihr euch diese RAW-Dateien dann runterladen könnt. Und dann könnt ihr live mitarbeiten. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Hier auf der rechten Seite seht ihr jetzt noch die letzten beiden Videos aus den letzten Wochen. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann klickt auf jeden Fall mal rauf, und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Ciao.